Also gut, rennen wir erstmal weiter. Irgendwie gefällt mir das nicht. Oh, so ein Fisch wieder. Besiegt. Wobei diese Steine helfen eigentlich. Bisschen höher zielen. Mist daneben. Na gut, ich kann gut ausweichen. Hahaha. Oh, hey, da hinten durch die Tür sehe ich schon die Fahnen und den nächsten. Und das heißt, da hinten ist wohl das Ende, denn ich glaube nicht, dass es durch den Berg noch weitergeht. Beziehungsweise ich weiß, dass es nicht weitergeht. Okay. Rein. So. Und jetzt geht es hierhin. Zu den drei Böcken. Drei Böcke für Charlie. Holy... Boah, du sagst, das kriegst du wieder. Na gut, er ist wieder Herr seiner Fähigkeiten. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen der bösen Zauberer befreit. Nimm bitte diese Kugel. Ich sehe, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Kannst du noch schwer hoffen, Alter. Schon 56, viel fehlt mir nicht mehr. Okay, wieder zurück zu dem anderen alten Sack. Wir sind jetzt zu den Schafen zurück. Zwei auf einmal, brauche aber nur einen. Dem hängt immer noch die Fahne. Dem hängt immer noch die Fahne. Morgen der Zauberer. Unsere mystischen Glockentürme sind von Trollen überfallen worden. Die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Ich habe einen Feuerspruch an den Trollen ausprobiert, aber das machte sie noch verrückter. Dieser Super-Eis-Powerpunkt wird die Trolle abkühlen, aber die Glocken müssen endlich läuten. Sie läuten, wenn du dagegen läufst. Ein Kopfstoß bringt das übrigens auch. Gut, jetzt wo wir mit dem gelabert haben, ihr seht, was es gebracht hat. Ja, die sind nur wilder geworden. Und ihr solltet euch beeilen, die Trolle halten nicht ewig. Aber zu aller Not gibt es hier auch noch... Gefrier! Oh, ein kleiner Trick und geschafft. Glocke Nummer 1. Troll befreit. Und schnell in den Powerpunkt. So. Ihr könnt die Dinger auch mit dem Eis kaputt machen. Mich wundert es nur, dass die Dinger immer noch koken, als würden sie brennen. Ah, super gemacht, Sonic. Genial. Jetzt wirst du dafür wohl eine Kugel. Ja, will ich. Aber ich krieg natürlich nicht, wie immer. Garstige Fetten. Garstige alte Zauberer. Nein, ich gehe noch nicht in den Wirbelwind. Wirbelsturm oder wie das Ding heißt. Und hoch. Jetzt bist du hier, du Sackgesicht. Na gut, ich will ja eigentlich nur ein paar Edelsteine einsammeln, da bin ich auch schon wieder da weg. So. Ah, Mist. Fail. Boah, komm, ich benutze den Kleinen hier und komm da noch hoch. Klar, das bringt's natürlich nicht. Na gut, ich brauche sowieso nur einen von euch. Danke, Sparrow. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier hast du ein Andenken aus dem Souvenirladen im Wolkentempel. Oh, hey. Die haben Souvenirladen. Also ganz echte Zauberer sind's doch nicht.
Oh, Edelsteine, Klunker. Wie habe ich euch vermisst? Nein, eigentlich nicht. Ne, ich brauche den hier. So. Mit dem Superjump ist das ganz einfach und wir können warten, bis das Eis weg ist. Die Feuerbälle gehen irgendwann kaputt, die Eisbälle verschwinden einfach. Na gut, das ist die Rakete für die Kiste da unten. Wett nicht, bin schneller. Ha! Ja, fliegt da noch 20 Runden drumrum. Gut, das wäre getan. Wir können raus. Oh, ich glaube, er hat schon einen Plan. Hey, er hat ihn ja schöner gemacht. Und so rot wie er ist, halten ihn alle anderen Böcke für ein geiles Tier. Na gut. Der Bock soll sich den Zauberer ruhig klar machen. Ich gehe auf jeden Fall in die Heimatwelt. Und suche den nächsten Level auf. La la la, na na na, es ist so scheiß kalt hier. Eispinguin! Eis, Eispinguin, das ist ein Eis-Eispinguin. Stirb! Meine Fresse, ey, das Vieh lässt sich schon nicht fangen. Muhahaha! Nee, warte mal, was mache ich da eigentlich? Gut. Nichts hier runter. Robotikerhof. Ja, da werde ich gleich reingehen. Aber erstmal schneide ich den Part. Bis gleich, Leute.